Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Oli. Und zwar zu einer 3D-Druckserie in 1 zu 160. Heute ist eine, ja ich sag mal, ich würde sagen Gitterbrücke, aber eine Gitterbrücke wird immer irgendwie als richtige Brücke angesehen. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall werde ich heute diesen Grundkörper ausdrucken. Ihr habt es ja gerade gesehen, jetzt werde ich ihn zusammenbauen, dann wird alles bearbeitet, koloriert, gealtert und so weiter. Aber in dieser Folge will ich gar nicht so viel erzählen, das hebe ich mir für die nächste Folge auf, wenn ich das dann um und weiterbaue. Ich denke mal, die Bilder sprechen für sich selber.
Ich würde denken, das war's dann erstmal für heute. Die Brücke steht soweit. Beachtet nur, wenn ihr die Bilder immer seht, dass ich mit ihnen sehr viel Licht arbeite, dass diese Rostpartikel teilweise viel zu stark angezeigt werden. Die sind also in Wirklichkeit viel, ja, wie sagt man, milder oder viel schwächer, viel etwas dunkler, also nicht ganz so aufhellend, wie man das jetzt hier auf den Bildern sieht. Das ließ ich halt beim Fotografieren irgendwie nicht rausfiltern, dass ich den Originalton hinbekomme. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden wissen, worum es mir hier geht, was ich hier gemacht habe. Das ist noch lange nicht Schluss. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Da wird das Ganze noch umgebaut. Und dann bekommt es noch mal ein bisschen Farbe. Und also es geht noch ein gutes Stückchen weiter. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist. Das Ganze hier wird gestaltet für meine Steampunk-Anlage. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's schön gut, ne? Tschüss, dein Aquapainter aka Uli.